Ja, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Talk geht hauptsächlich, sagen wir mal, viel über IT, ein bisschen über Whisky. Whisky machen wir nachher, wie gesagt. Ich habe ein bisschen was dabei, wir können nachher zusammen Whisky trinken. Aber am meisten geht es ums Gründen. Ich erzähle euch unsere Story, wie wir die ProWhisky gegründet haben. Wir sind ja hier im Startup-Campus, ne? Passt ganz gut. Vielleicht inspiriert es euch, Dinge so zu tun, wie wir sie getan haben. Vielleicht inspiriert es euch, Dinge exakt so nicht zu tun. Das wird euch inspirieren. Also kurz ein paar Worte zu mir. Wer bin ich? Als ich so groß war, so 12 Jahre alt, habe ich angefangen, auf diesem Kasten herumzuklimpern. Das ist ein C64, für alle die, die noch nicht im Computermuseum waren. Da habe ich den Amiga behakt. Das war der große Bruder. Und selbst diese komische Kiste hier, den Super Nintendo, habe ich auch massiv behakt. Also ich bin Coder, so tief in der Sinn. Das macht mir auch tatsächlich am meisten Spaß, immer noch. Heute sieht ein bisschen langweiliger aus, aber das ist einfach das, womit ich meine Brötchen verdiene. Ich programmiere so Webkram, PHP und Java. Ich habe eine IT-Firma mit einem Partner zusammen, die Taurus IT GmbH. Und wir behaken solche Kunden hier wie Bosch, Daimler, Schwager Verlag und auch viele andere kleinere, die ich hier nicht hingeschrieben habe, die meisten sie nicht kennen. Damit verdiene ich meine Brötchen. Kleiner Exkurs. Ich bin großer Whisky-Fan. Whisky passt auf keinen Fall in 12 Minuten, das ist ausgeschlossen. Also deswegen nehmen wir uns nachher mehr Zeit. Aber nur so die wichtigsten Facts, das ist so das Whisky-Bild. Schottland, karge Landschaft, ja, man braucht immer Whisky, um auch zu überleben. Whisky wird gelagert in Fässern, das wissen auch die meisten, das ist auch die wichtigste Zutat, das Fass. Whisky ist in dem Sinne recht komplex, das ist eine sehr vielseitige Spirituose. Whiskys sind sehr unterschiedlich und man muss richtig lernen, Whisky zu trinken. Und übrigens, das ist die richtige Hardware dafür, so muss ein Glas aussehen. Whisky ist auch ein gutes Investment, nur so am Rande. Whisky boomt momentan, ihr wisst, Inflation und so Kram, habt ihr vielleicht in der Tagesschau gesehen. Whisky ist ein gutes Investment, sprecht mich nachher an, ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Ja, und das sind so Whiskyflaschen, wir trinken nachher, dann haben wir Spaß. Jetzt unsere Story. Drei so Freaks haben sich getroffen, haben viel Whisky getrunken und haben gedacht, ah, komm, wir haben jetzt die Opportunity, wirklich geilen Stoff in Schottland zu kaufen, nämlich dieses Produkt hier. Wurde uns angeboten, haben gesagt, das müssen wir machen, Whisky zum EK, war dann der Stoff, hier, oh, geil, das müssen wir machen. Haben die GmbH gegründet, haben die erste Palette gekauft, dann standen sie da im Lager und nach 2 Wochen war es weg. Das war das Lager, wir haben nur das Foto leider. Als es kam, war alles knallvoll, das sind platzte aus allen Nähten. Und wir sagten, okay, das tut euch echt gut, komm, kaufen 2 Paletten. Und so haben die mir einen Gas gegeben und das Business aufgebaut. Das war im Laufe von 2014. Parallel dazu sind wir immer wieder auf Messen gegangen. Spirituosenmessen, Whiskymessen, alles Mögliche. Das war unser Stand auf der ersten Messe, die wir besucht haben. Nürnberg 2014, Februar, März. Richtig hemdsärmlich, ja. Die Möbel sind gemietet von der Messe. Wir hatten 2 so Banner da hinten und gerade mal 10 Abfüllungen. Wir blutige Anfänger, keine Ahnung von nichts, haben uns mal hingestellt und haben Stoff verkauft. Wir sind gut angekommen beim Publikum, weil der Stoff ist gut. Wir haben gesagt, okay, wir müssen ein bisschen verbessern. Das war unser Stand auf der letzten Messe in 2014. Schon ein bisschen größer, das Ding ist 3 Meter hoch, das war am Rande. Da oben laufen Monitore mit so Videos. Die Flaschen sind von hinten beleuchtet. Kleines Improvement, kleines Tune-up. Während wir diese ganzen Messen besucht haben, das waren so 10 Stück, glaube ich, in 2014, haben wir eine ganze Menge gelernt über Messen. Und eins war uns klar, Stuttgart braucht sowas. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen sowas machen in Stuttgart, wir machen die 0711 Spirits. Gesagt, getan, Bier, Kamikaze-mäßig, kommen wir mal eine Messe, haben das Ding mal geplant. Nur mal, damit ihr versteht, was da so passiert auf der Spiritosenmesse. Das ist eine riesen Halle, Römerkastell, falls es jemand von euch kennt, so 1000 Quadratmeter plus Nebenfläche. So sah es aus beim ersten Mal. So Gänge, da geht man da rein, man zahlt Eintritt einmal, man hat so ein paar Proben umsonst und dann kann man kaufen bei den Ausstellern. Auf jeden Fall eins ist sicher auf so einer Messe, die Besucher laufen 100% glücklich da raus. Vielleicht was für dich, Alin, um vielleicht zu integrieren. Genau. Und wir haben diese Messe gemacht. Es war ein Riesenerfolg. Das sollte ich nicht vergessen. Zufällig, ganz einfach. In 2 Wochen findet die dritte Nutzungsmesse statt. Dazu sage ich auch gleich noch mehr. Zu dem Zeitpunkt, nachdem wir die erste 07 Spirits gemacht haben,
war unsere Firma ein bisschen am sich umsortieren. Wir waren mal drei Partner und wir wurden nur noch zu zweit. Der ausgefallen ist, war eigentlich der die ganze Arbeit machen wollte. Und wir standen vor der Frage, machen wir den Laden dicht oder geben wir richtig Gas? Und in dem Moment fing das Gründen eigentlich erst richtig an, weil wir gesagt haben, okay, wir geben jetzt mal Gas, wir machen ein echtes Business draus. Wir haben zwei Standbeine etabliert. Einmal den Whisky-Vertrieb, so als B2B-Business. Da bewegen wir aktuell so ungefähr eine Palette, also das heißt 600 Flaschen im Monat. Und wir machen Messen. Tatsächlich ist die 0711 Spirits nicht die einzige, die wir machen. Im November hatten wir die erste 089 Spirits in München. Da haben wir gedacht, wenn wir uns schon die ganze Mühe geben mit Software, mit Prozessen und so weiter, machen wir es richtig, ja, nochmal mehr von denen. Die dritte ist schon in Planung, dann ist es geheim. Aktuell hat die Firma 6 Mitarbeiter, aber wir sind ein kleines Startup. Viele von denen machen so Teilzeit. De facto sind das, wenn man auf 40 Stunden rechnet, 3,05, also Mitarbeiter plus eine Azubine. Und damit bewegen wir das alles hier. Das ist schon eine Menge. Das Ganze funktioniert nur deswegen, weil ich hier ITler mich hingesetzt habe und brachiale Software programmiert habe. All unsere Prozesse sind voll integriert in einem monströsen Tool. Zum Beispiel unser Whisky-Business. Wir kaufen das Zeug ein, wir packen es einmal rein in den Prozess. Wir haben klassische Warenwirtschaft, Lager, Software und sowas. Wir haben natürlich die Rechnungen auch, die kommen aus dem System. Und die Akquise machen wir dazu. Zudem spuckt das Ding, ohne dass irgendeiner was tun muss. Man muss einen Knopf drücken, es kommen Daten für den Zoll raus. Man muss wissen, wenn man Whisky importiert, hat man ein zollfreies Lager. Und das ist wie die Mehrwertsteuer, die zahlt man erst, wenn irgendwas abgegangen ist. Der Zoll guckt da ganz kompliziert und die Reports sind kompliziert. Der Zoll kam extra und hat diese Software zertifiziert, oder zumindest in Augenschein genommen und für gut befunden, dass wir damit arbeiten und Zollmeldungen abgeben dürfen. Der Steuerberater kriegt CSV-Exporte, die er direkt verbuchen kann, und solche Reports kommen dann raus, damit wir sehen, verdienen wir überhaupt was damit. Und alles integriert. Wir versuchen so möglichst das Toyota-Prinzip anzuwenden, alles nur einmal anfassen, ständig optimieren. Die Gründer unter euch kennen das hoffentlich. Auf der Messeseite machen wir das ähnlich. Wir versuchen auch da, Messe ist viel komplizierter als so Whisky zu verkaufen. Wir haben auf der einen Seite die Aussteller, die beraten wir mit dieser Software hier. Diese grünen Böppel, ihr seht ihr hier, das ist so ein Prozess, den wir uns ausgedacht haben. Vom Erstkontakt bis zu dem Punkt, wo er einen Stand gekauft hat. Und in diesem Prozess haben wir, also die Software behakt diesen Prozess. Die Software sehen, die User, also unsere Mitarbeiter, sehen ganz genau, was da so passiert, in welchem Stadium er sich befindet. Und der Prozess ist darauf ausgelegt, natürlich irgendwann den Stand zu verkaufen. Teilintegriert ist auch eine Software, wo die Aussteller, wie ihr schön sehen könnt hier, sich selbst registrieren können und sich selbst verwalten können. Das zum Beispiel ist die Phoenix-Halle, wo die 0711 stattfinden wird. Stand von heute. Die Folien wurden just in time quasi produziert. Und wir sehen, alles ist rot, das heißt, alles hat schon irgendeiner gebucht, die kann man jetzt nicht mehr buchen. Und da ist jetzt noch so ein kleiner Stand, da hatte eine Dame gebucht, aber die ist krank geworden. Und der ist diese Woche wieder frei. Ich bin sicher, den kriegen wir auch noch voll bis in 2 Wochen. Und die Aussteller gehen eben in diese Software, die suchen ihren eigenen Stand aus, die kaufen den Stand, die kriegen sofort die Rechnung daraus gedruckt und wir haben möglichst wenig Arbeit damit. Das Ticketing-System ist auch noch so eine Sache. Ursprünglich haben wir mit EasyTicket gearbeitet und mit Eventbrite. Wir waren höchst unzufrieden über die Performance aus verschiedensten Gründen, die ich dir später mal frage. Und haben gesagt, das geht auf keinen Fall, mit denen können wir nicht arbeiten. Also haben wir mal unser eigenes Ticketing-System gebaut. Das spuckt hier solche Dinge aus. Das ist so ein Ticket, da oben ist ein QR-Code, wir scannen den, wir wissen ganz genau, wann der wohl kam, was er gemacht hat und so weiter. Ihr seht, ich bin großer Fan von integrierten Systemen, die einfach funktionieren und die uns perfekt unterstützen. Und auch ein ganz wichtiges Konzept, was wir ansetzen, ist bei solchen Sachen immer, wir experimentieren viel. Wir messen, so wie die Sambo-Brüder, wir versuchen zu messen, zu verstehen und dann nach dem nächsten Schritt uns zu überlegen. Und das spiegelt sich wieder in dieser ganzen Software, die wir hier basteln. Und ein Teil davon ist dieser Code, den ich euch hier heute mitgebracht habe. Den könnt ihr gerne einsetzen, um bei uns ein Ticket zu kaufen für die Messe. Und mit diesem Ding werden wir auch messen, wie gut ich performt habe hier heute Abend. und dann hoffentlich werdet ihr viel Spaß haben auf dieser Messe.
Ich habe jetzt so massiv Gas gegeben, dass ich schon fertig bin. Wow.